Noch zwei. Okay. Das sind wir schon mal gut. Also wir müssen nicht mal alle schaffen. Plus 8 einfach. Ist eigentlich auch eine relativ gedietene Mission. Eine Mission, die man eigentlich auch nebenbei einfach mal so auf dem Rad machen kann. Also wenn man auf keinem Trainerfahrrad sitzt. Ich weiß bis nicht, können wir auch mehr machen? Okay, Dealer erledigt. Okay, weiter geht's. Mindestens 8, also wir haben unseres Minimum-Ziel erreicht. Wie viel wir jetzt machen können? Keine Ahnung. Okay, der eine ist wieder verschwunden. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das so zeitbegrenzt ist, dass die sozusagen ihr Zeug nicht verticken dürfen. So. Okay, den hätten wir auch. Okay, 10 haben wir schon mal. Ich glaube, wir sollten uns dann nochmal nach einem anderen Auto umschauen. So, und dann nächstes, so. Nächstes Auto. Na, die Mission ist eigentlich ganz gut liegen. Ja, wir haben 11 Stück erledigt, also... Okay. Oh, Bonus! War das 3000, habe ich glaube gelesen, ey. Ja, okay, das war die letzte K-Mission. Ja, und als nächstes gehen wir hier zu den Kollegen im Park. Also, heute sind wir ganz gut vorangekommen. Also, wenn ich bedenke, die letzte Aufnahme gestern... Ging zwar auch gut voran, sag ich mal so, aber da hatten wir einige Fails. Aber gut, da waren auch wirklich bekackte Missionen dabei. Also zumindest die eine Mission war wirklich beknackt, die mit den Sprengstofftypen. Also zumindest, dass wir uns erstmal jedes Mal das angucken mussten, wie da auf uns zugerannt kommt mit seinem Sprengstoff-Scheiß. Ja, das würde doch kein normaler Mensch machen. Jeder würde sofort handeln, also... Und die Sequenz kann man ja nicht mal wegdrücken, also ja... Hier war, glaube ich, auch oben ein Päckchen. Ich will das jetzt nicht einfach so einsammeln aus Versehen. Aber nein, ich glaube hier auf Toilette nicht. That scumbag McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in which that property down in Newport. Some apartment behind a car park. Torch that place. That's a flush of mud. Make sure he never talks to nobody. Check das Zeugenschutzhaus aus. Ja. Wieso hat denn da eine Granate in der Hand? Wollte ich doch gar nicht. You're tuned to Lips. Hier war... Genau dort war das Päckchen. Stimmt, das war gar nicht auf Toilette. Ich weiß noch, damals das erste Mal durchspielen, ich fand gerade GTA 3 richtig schwer. Also das war ja auch schwerer als GTA Vice City. Aber so schwer ist das eigentlich gar nicht. Also gut, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal durch. Also nicht so oft wie Vice City, aber das habe ich gerade auch schon. Ja, ich denke mal 5 Mal habe ich es gerade schon durch.
Ich weiß gerade gar nicht genau, was ich jetzt machen soll. Weg. So, ich lese lieber nochmal. Ich dachte, ich hätte nämlich mit einem Raketenwerfer dort reingeballert. So. Er steht unter Zeugenschutz und sitzt mit bewaffneten Leibwächtern in einer Wohnung in Newport, irgendwo hinter dem Parkplatz. Zündet die Bude an und wenn sie rausgerannt kommen, kannst du sie dir vornehmen. Sorge dafür, dass er mit niemandem redet. Okay. Und ich glaube, ich habe damals, da hatte ich wahrscheinlich schon alle Päckchen, hatte ich sonst immer in in Raketenwerfer genommen, genau. So, ich versuche jetzt nochmal mit der Granate. Ich hoffe nur, dass wir uns jetzt nicht selber damit. Wie soll ich denn die? Ich kann aber jetzt auch nicht irgendwie nach oben zielen. Ja, ich kann einen Flammenwerfer. Klappt das auch nicht? Was soll ich denn da machen? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt ganz ohne Raketenwerfer die Bude anzünden soll. Weil so hoch komme ich jetzt gar nicht. Ich habe ja, das sind alles nur Waffen, wo ich Auto-Aiming habe. Außer hier das Snipergewehr. Na, eben, wenn wir mal den Mund sehen, könnte ich euch das zeigen mit den, wenn es hier überhaupt geht. Ich könnte ja mal versuchen, vielleicht von hier aus, von einer höheren Position, vielleicht ist irgendwas. Nein. Ja, ich dachte, vielleicht ist ja dann irgendwie mal ein. Ja. Also irgendwas Zerstörbares halt, also irgendwas Entflammbares. Bloß ein Raketenwaffen bekommen wir jetzt gar nicht im Waffenladen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen sollen. Ich will aber jetzt auch nicht die Päckchen weiter suchen. Ich könnte natürlich jetzt auch einen abschieben, aber das will ich auch nicht. Okay, dort ist das Fenster. Vielleicht finden wir da irgendwie was. Da ist nichts Zerstörbares oder so. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir das machen sollen. Ich meine, mit einer Granate kommen wir nicht dort hoch. Und wenn wir jetzt hier Molotow-Cocktails hätten, aber ich glaube, die gibt es bei den Teilen gar nicht, dann würden wir die genauso wenig treffen. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Na, ich denke mal, selbst wenn wir jetzt hier das Taxi in Luft jagen, das wird auch nichts bringen. Nein. Kann versuchen, mal zu schmeißen, werden wir hier unmittelbar davor stehen. Aber wir, ja, wir hauen sie uns selber vor die Füße. Was soll ich denn da machen? Okay.
Ja, jetzt hatte ich den Knopf bloß mal ganz kurz angetippt. Ich habe keinen Plan, wie ich das bewerkstelligen soll. Ansonsten gibt's hier nichts. Also wie ich schon sagte, ich hatte sonst einen Raketenwerfer genommen, aber ich habe noch gar keinen. Was man höchstens machen könnte, dass ich sozusagen das erstmal abspeichere und beim nächsten Mal erstmal die Päckchen suchen gehe. Aber das muss doch auch zu schaffen sein ohne die Päckchen. Hier vorne ist eine Garage, die wird uns aber sicher auch nicht weiterhelfen. Nein. Sag mal, welcher Penner... Du kleiner Penner. Ja, Freunde, also wenn wir jetzt keine Möglichkeit finden, bleibt uns nichts anderes übrig, als dass ich das jetzt erstmal beende, die Aufnahme, und wir dann beim nächsten Mal erstmal die ganzen Päckchen suchen. Das Video werde ich sowieso, also das Päckchensuchvideo oder die Videos werde ich sowieso erst am Ende des Let's Plays hochladen. Also die würdet ihr erst am Ende sehen. Ja. Ich meine, ich könnte mir hier einen ercheaten, aber ich weiß, glaube, sogar den Code noch. Wenn der überhaupt bei der PS3-Version geht. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ob hier irgendwo was ist? Nein, ne? Im Waffenladen gab es ja auch keinen Raketenwerfer. Ein Bombenshop, da bringt uns auch nichts. Naja, wie gesagt, das muss ja eigentlich auch ohne gehen, also ohne, dass wir jetzt hier einen Raketenwerfer verwenden. Aber wie ist die Frage? Ich glaube, ich habe hier immer einen verwendet. Also ich hatte, wie gesagt, die Päckchen eigentlich immer gesucht. Und ich glaube, beim allerersten Mal durchspielen auf der PS2 habe ich das Spiel, glaube ich, auch mit Cheats gespielt. Also zumindest habe ich mir die Waffen, glaube ich, ercheatet, weil mir das irgendwie zu schwer war. Aber wie gesagt, da war ich auch noch jung. Das war keine Ahnung, wie alt ich da war. 15 vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal hier mit einem Raketenwerfer. Oder auch wenn ich jetzt Ziel drücke, irgendwie das Auto-Aiming geht auch nicht. Die Lampe vielleicht irgendwie zu schießen. Dass die vielleicht anfängt zu brennen, aber nein, das macht's auch nicht. Aber mit dem Flammenwerfer können wir nicht horizontal. Vertikal, wir können nur horizontal schießen. Oder brennen. Es ist ja nichts. Die Tür ist zu. Hier geht's auch nichts rein. Und hier auch nicht. Ich versuche noch mal mit Granaten. Ich meine, hier hochklettern können wir ja auch nicht. Ich meine, hier ist es ein bisschen höher. Ja, und deswegen sind wir trotzdem nicht näher dran. Warte mal, wie weit kann der schießen mit so einer Granate? Ich könnte ja mal versuchen, von der Position aus. Das ist etwas höher. Ob wir da vielleicht reintreffen können? Das könnte funktionieren. Müssten wir wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Weiter weg.
komm, das schaffen wir noch, ja. Das ist knapp. Ja, ein bisschen zu weit gedreht. Ja, das ist... Ich meine, Granaten haben wir genug. Das ist sicher nicht so gewollt. Na komm, eine muss reingehen. Vielleicht hier. Na, wenn die... Ja, stimmt, mit L1 können wir die Kamera dann automatisch ausrichten. Also mal, wir nehmen mal das Scharfschützengewehr. Da war knapp. Ganz kleines bisschen zurück. Ganz kleines bisschen vor. Ja, geil. Ob das wirklich so gewollt ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Fuck! Boah, zielt doch mal! Ja. Komm, steig ein. Ja, heißt gleich wieder, das ist weg. Ja, ficken, ey. Oh, ja, wir laden, ey. Okay, wir wissen aber schon mal, wie... Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ihr jetzt wegfährt. Also, ja... Ja, wir machen die Mission jetzt noch ganz schnell und dann werde ich die Aufnahme auch erstmal beenden. Ich werde es so machen, dass wir unseres Auto direkt davor stellen. Nehmen wir gleich hier das Polizeiauto, das sieht schon so ein bisschen aus wie... Achso, wir werden das 100 Pro zerstören mit unserer Granate. Ja, egal. Vielleicht können wir trotzdem damit den Weg blockieren. Wir können aber die eine Gasse blockieren. Ich hoffe, dass das Auto dann überhaupt noch da ist, weil die verschwinden auch gerne mal. So, das können wir wegdrücken, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ach, dort. Boah, da kriegst du die Kurve nicht. Na, stellt den erstmal hierher. Aber ich glaube fast, dass wir den mit unserer Granate dann auch bis zu stören. Ja gut, warte mal, ich versuche mal, auch wenn wir den zerstören. Aus dieser Garage kommen die raus. Außer wir treffen jetzt hier mit einmal. Das wäre natürlich cool. Und geht rein. Das ist verdammt knapp. Okay, nur noch mal ein bisschen mit dem Snipergewehr ausrichten. Okay, ganz kleines bisschen hinter. Okay, wir richten nochmal aus.
komm. Ja! So, jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, ich hab's gesehen. Komm, komm, komm. Oh, komm. Und wir haben kein Auto. Ja, ist gleich wieder weg. Ja, komm. Steh auf. Ja, steh auf, genau. Steig ein, ja, der ist sowieso weg. Nee, nein, ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal, weil das ist schon auch wieder relativ spät. Ja gut, wir haben es 9.37 Uhr. Also 21.37 Uhr. Ja, ich wollte sowieso nicht ganz so lange machen. Ja, gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.